Hi Leute, und zwar, ihr könnt jetzt gratis Items von Fortnite bekommen. Sie sind sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Was müsst ihr dafür tun? Was müsst ihr machen? Erfährst du alles in diesem Video? Lasst ein Like da, teilt das Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Wünsche euch viel Spaß. Ach so, ich werde auf jeden Fall über mein Handy das euch erklären, richtig. Das heißt, es wird anderen Tonlage und natürlich auch einen anderen Bildschirm. Falls es laut wird, tut mir echt leid. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. So, ich hoffe, in der Tonlage passt das alles. Ich hoffe, das wird nie so laut. So, wir öffnen ganz schnell unsere Twitch-App. So, das ist jetzt mein Profilbild. Wir gehen ganz kurz raus. Zack, hier oben links geht ihr auf eure Drops. Zack, und dann die ersten drei sind das diese Emotes. So, die erste Emote habe ich schon. Ihr könnt ab dem 7. bis zum 11. diese Emote freizuschalten. Und den zweiten ab dem 11. und den dritten ab dem 21.7. Zeit. So, jetzt wisst ihr, wie das aussieht. Jetzt braucht ihr auf jeden Fall das zu machen. Ganz, ganz einfach. Ihr geht auf euren Lieblingsstreamer. Es kann auch kleine Streamer sein. Es kann auch der nur ein Zuschauer hat. Der muss nur den Drops aktiv sein. So, ich kann euch empfehlen, meine Meinung. Hieß den. Einfach gehen, es wird laut. Aufpassen. Big Ding. Okay, Big Ding. So, da steht bei euch Twitch Drops. Dann habt ihr es alles geklappt, dann hat es funktioniert. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Oder ihr sagt, ey, ich möchte gerne jemand anderen supporten. Ihr geht auf jeden Fall auf Drops aktiv. Dann scrollst ihr ganz, ganz runter. Ja, zu Fortnite oder wer auch immer, den ihr supportet möchtet. Und dann klickt ihr einfach drauf, zum Beispiel hier. Es ist ganz, ganz einfach, Leute. Ihr müsst nichts bezahlen. Es verliert nichts. Ihr guckt einfach einen ganz normalen Streamer, der diesen Drops aktiviert hat. Ihr müsst nichts bezahlen, gar nichts. Nur 30 Minuten. So, wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich das bekommen. Entweder geht ihr nochmal zu Drops, da steht abholen. Ja, oder ihr bekommt Tag später oder eine Stunde später hier oben eine Benachrichtigung, dass ihr das aktiviert habt und es bekommen habt auf jeden Fall. Ist ganz, ganz easy, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst ein Follow da und ein Like da. Würde mich also freuen. Schreibt gerne Kommentare, ob das bei euch funktioniert hat. Bis zum nächsten Mal.